Veranstaltungszentrum Alpha Alte Fabrik in Steigermühl ist längst über alle Landesgrenzen hinweg bekannt und etabliert als Zentrum für hochkarätige Veranstaltungen. Gemeinsam mit dem Papiermachermuseum wird hier ein einzigartiges Flair an Information und Unterhaltung geboten. Am 27. Juni 2015 wurde unter der erfolgreichen Veranstaltungsreihe Literatur aus der Gegend dieses besondere Gesamtpaket für die Besucher wieder einmal eindrucksvoll bewiesen. Hauptakteure wie die Schauspiellegende Erika Bluha und musikalische Begleitung von Kariman Knight unterstrichen erneut die hohe Qualität einer typischen Alpha-Veranstaltung. Diesmal mit dem Titel Vom Papier, eine Liebesgeschichte, eine literarische Zeitreise aus der Kulturgeschichte des Papierhandwerks. Es geht in diesen Geschichten über die Geschichte des Papiers, von der Erfindung in China über Samarkand bis in den arabischen Raum und von dort über den Maghreb nach Al-Andalus. In dieser muhammedanischen Gesellschaft bei den Mauren entwickelten sich ja alle Kulturen in hervorragender Art und Weise. Muslime, Juden und Christen lebten in einer friedlichen Welt. Chinesen können das Geheimnis des Papiermachens gut hüten. Nach und nach erreichte es aber im Gefolge von reisenden Händlern doch den Rest Asiens. Westlich des Indus braucht man immer noch ausschließlich Papyrus oder Pergament bis zum Juli 741. Dieses Datum ist entscheidend für das Papier und für die Weltgeschichte. Den Entwicklungszug weiter nach Frankreich. In Frankreich erfanden die Gebrüder Montgolfier den ersten Ballon. Sie waren die ersten Aeronauten. Die ersten Versuche wurden mit Tieren durchgeführt und sie waren erfolgreich. Und so startete man bereits vor 200 Jahren in den sogenannten Weltraum. Der Ballon entfaltete seine ganze Pracht, stieg empor und drei Passagiere schwebten bis in eine Höhe von 400 Meter. Ein Schaf, ein Hahn und eine Ente. Die nächste Station unserer Geschichte ist wieder Frankreich. Nicolas Robert erfand vor 200 Jahren die Papiermaschine. Der Titel dieser Geschichte ist Die Leiden des Erfinders, denn er konnte seine Erfindung nicht nutzen. Es wurden damit andere reich. Am 18. Jänner 1799 lässt sich Louis-Nicolas Robert eine Maschine patentieren, die in der Lage ist, Zitat, ein Papier von außergewöhnlicher Länge ohne die Hilfe eines Arbeiters und durch rein mechanische Mittel zu fabrizieren. Die Maschine übernahm die üblichen Produktionsschritte auf mechanischem Weg. Sie bestand in der Hauptsache aus zwei in gleiche Richtung drehbaren Walzen, um die ein endloses Sieb lief. Diese Vorrichtung war über eine ovale Bütze angebracht. Werden die Walzen mit einer Handkurbel gedreht, so bewegt sich das Sieb in seiner Längsrichtung. Kommen Sie mit? Also ich versuche es. Die letzte Geschichte handelt von Steiermühl, von der Gründung der Steiermühl AG durch Moritz Zepsch. Er gründete mit den Eigentümern der hiesigen Papierfabrik ein riesiges Medienimperium und wurde damit sehr erfolgreich. Im Februar 1872 reichten sie beim Innenministerium ein Gesuch ein. Es
historischen Bedeutung des Papiers und der technischen Entwicklung beim Papiermacherhandwerk konnten sich die Besucher im Papiermachermuseum persönliche Eindrücke machen. An diesem Abend wurde auch die Ausstellung Sieh mich an eröffnet, bei der Dr. Johanna Rachinger, Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek, für die Eröffnungsrede gewonnen werden konnte. Sieh mich an, eine beeindruckende Plakatauswahl des ehemaligen Buch- und Kunstdruckverlages der Steirermühl AG. Wir fanden halt eine Bandbreite von 1890 bis in die 1960er von ganz unterschiedlichen Plakaten, also von Werbeplakaten über Tourismusplakate bis zu ganz alten Kalenderblättern, und versuchen damit quasi das Andenken an den Steirermühl Verlag und an seine Werke wieder ein bisschen wachzurufen. Und die Ausstellung hört sie mich an, weil mir eben die ureigene Idee des Plakats, dass es angesehen wird, dass es dass man einfach vorbeigeht und hinschaut und dass es bemerkt wird, das versuchen wir heute wieder zu vermitteln anhand der historischen Plakate. Bis Anfang September kann man es in der Galerie Papierwelten sehen, immer von Dienstag bis Sonntag. Hochkarätig waren auch die Gäste bei dieser Veranstaltung, darunter auch Publikumslieblings Sepp Forcher. Er ist immer wieder fasziniert von diesem Veranstaltungsort und Museum in Steirermühl. Ja, das ist der ungeheure Respekt vor der Arbeit, die da früher gemacht worden ist, und auch der Respekt vor dem, was man daraus gemacht hat, was übrig geblieben ist von der früheren Zeit. Und dass allweil kulturell so viel los ist, also das ist imponierend. Und wenn ich denke, wie früher einmal die Traun ausgeschaut hat und wie sie heute ausschaut, ein gutes Fischwasser, dann kann man nur sagen, das ist ein Ort, wo man allweil gern herkommt. Vom Papier, eine Liebesgeschichte.